Hallöchen Leute, und da bin ich wieder, euer Conny von Forever 30 mit einer weiteren Aufnahme von Planet Zeit 2. Das ist jetzt wieder mal eine stinknormale Aufnahme, also nichts Besonderes, nichts mit Waffenguide oder sonst irgendwas. Das ist jetzt einfach nur stinknormal rumgeballer und zu schauen, was geht. So, also ich würde gleich mal zu Anfang sagen, schnappen uns gleich mal eine Mausi. Wie man hier sieht, das ist meine normale, die kennt man ja. Ich habe noch eine gegen Luft. Eine Luft-Mausi. Nee, mach ich nicht. Flieg ich gern. Aber die machen wir weiß. Ja. Für den Luftkampf. Eine Luftkampf-Mausi. Wo wollen wir denn, wo wollen wir denn mal hin? Da wollen wir doch mal gucken. Da wollen wir doch mal gucken. Dann schauen wir doch mal. Irgendwo nicht ganz so viel ist, aber auch nicht ganz so wenig. So, gehen wir mal da hin. Und ich kann gleich von Anfang an sagen, die meisten wissen es ja schon, ich kann nicht gut fliegen. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sehr viel von mir erwarten. Und hier dieses Bild, also mit Gatling, statt die Banshee und die Tomcats, statt die Hellfire, ist mir auch neu. Also es ist nagelneu, die habe ich auch, glaube ich, erst gestern gekauft, da wurde ich fast geräumt. Ah, das ist uns. Hier habe ich keinen Wärmesicht drauf, hier habe ich einfach Zoom. Den für 50 zerzt. Oh, ich weiß nicht, wie es ist, aber. Feindlichen Panzer entdeckt! Das Panzer. Oh, ein feindlicher Poncho. Fliegen wir mal zu unserem Kollegen hin. Wollen wir jetzt nicht noch schon abgestützt? Jetzt nicht schon runtergeholt werden. Da haben wir doch schon unsere Kollegas. Kollegas. Das ist ein Panzer. Versuchen wir mal mit der Gatling auf den Panzer zu schießen. Mal sehen, was draus wird. Glaube nicht. Fliegen wir mal lieber hier runter, weil das ist Todeszone für die Flak. Tote Winkel. Wenn ich die Autoreparatur jetzt natürlich höher hätte, müsste ich jetzt nicht aussteigen und reparieren, aber ich glaube. Na gut, jetzt bin ich gecrashed, das ist scheiße. Dann reparieren wir mal schnell. Außerdem gibt es Punkte. Da ist eine Libby. Geh mal wieder weg. Dafür kann man auch immer mal die Minikarte benutzen. Ich habe es zwar jetzt gehört, aber die Minikarte ist mit Sicherheit nicht schlecht dafür. Also dazu noch. Wie ist denn? Wenn ich mal so fragen darf. Was ist denn hier? Da ist doch gar nichts. Oh doch. Hier ist ein Flieger. Der aber schon runtergeholt wurde. Toll. Hat man hier eine Luftabwehr-Mosi? Man killt keine Flugzeuge, weil die irgendwie schon vorher gekillt werden. Ah, da hinten ist eine Flak-Max. Gegen die wollen wir jetzt nicht unbedingt gehen. Aber da hatte ich doch irgendwo einen Panzer gesehen. Ist leider. Oh, fuck. Jetzt bin ich mit dem Heck aufgeschlagen.
So war das ja eigentlich nicht geplant. Reparieren wir schnell. Hoffen wir, dass es keine schwere Einheit ist. Na, ah, das Bier ist besetzt. Natürlich weniger schön. Schnell hier weg mit Boost, mit dem Nachbrenner. Alter, die Spear hat gewartet auf mich, inklusive die Flak, und dann wurde nur auf mich geschossen. Hier, also böse, böse, ne? Da steht eine Mossi. Stellen wir meine mal daneben. Brauche ich eigentlich nicht. Dann machst du hier der Watchtower uns. Ja, der Bluff Tower. Crimson Bluff Tower. Ach, egal, wie auch immer. Palisade ist aber nicht uns. Wollen wir doch mal dort. Einfach mal vorbeischauen. Einfach mal ein bisschen Fliege. Ach, schadet ja nicht. Schadet ja nie. Ein bisschen Übung. Wir sollen ja angeblich auch Gegner sein. Ha! Da wurde auf mich geschossen. Dazu sage ich jetzt einfach mal nix. Ich hasse die Transportkapsel, habe ich das schon mal gesagt. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Einfach nur hassen, ey. Oh. Das passiert mir ständig, ne? Ob ich in der Libby fliege oder ob ich in der Galaxy fliege, die sitzt irgendwie. Immer, die kommt immer, immer kommt irgendwo eine Kapsel und holt einen runter, ey. Alter, nervt das, ey. Und das ist dann immer so frustrierend, ey. Sag mal, ey, was ist das denn? Können wir da nicht mehr irgendwie hin? Gibt's keinen Thunder oder so? So. Ich spiele jetzt aber nicht mit der TMG 50 wie normal. Ich spiele jetzt mal nämlich mal mit der HCGV, weil da habe ich noch keine Orax-Medaille, da fehlen mir noch 600 Kills. Aber ich denke, das werde ich auch noch hinkriegen. So, jetzt gleich nicht, aber generell werde ich das hinbekommen. Oh, das sind so viele, so ein Riesenzeug. Kann ich einen Panzer spawnen? Ha! Dann wollen wir mal gucken. Gehen wir zu The Crown. Spawnen dort einen Panzer. Einen Broiler. So, und damit jetzt niemand sieht, damit dass mein Panzer hier rausfährt, habe ich nochmal alles eingeraucht. Ja, das war ja nicht wirklich sehr viel Rauch. Naja, besser wie gar nichts, ne? Gehe ich dahin? Oder gehe ich den gegen den Riesenzirk? Gehe ich dahin oder gehe ich gegen den Riesenzirk? Ich glaube, ich gehe gegen den Zirk. Ich glaube, das war die falsche Wahl. Ich habe auch irgendwie die komplett falsche Tarnung. Eigentlich, aber naja. Ich denke mal, ich werde es überleben. Mein Bergsteiger-Auto hier. Auto, Panzer, Brawler, wie auch immer. Und der da. Oh, da muss ich aufpassen. So. Wie ich ja vorhin schon angekündigt habe, werden demnächst ein paar neue Videos, ein paar Waffenguides kommen. Also, habe ich mir einfach mal ausgedacht. Da ich ja doch jedes LMG schon gespielt habe, werde ich das für LMGs als erstes machen. Das heißt, ich werde jetzt... Hab mir ein paar Videos über die LMGs gemacht. 7 Stück, 7 LMGs, 7 Videos. Die werde ich dann hochladen. Und
bisschen dazu labern, irgendeinen Schwachsinn. Und jo. Und hoffe, das, was ich da sage, ist nicht ganz falsch. Die Guild Wars Videos, die kommen ja. Die kommen ja. Habe ich zwar jetzt keinen festen Upload-Plan, aber die kommen. Das sind ja nur Story-Modus in dem Verliesen. Vielleicht später werden noch die Forschungsmodi kommen. Die werden wir dann vielleicht auch nochmal. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es kann sein. Dasselbe wie Tipps und Tricks und so, wenn ich ja natürlich auch mache. Versuchen. Weil wir sind im Moment ja noch am Farmen und mal gucken, wie wir es am besten machen können. Aber bei manchen, das machen wir dann recht gut, dann sind wir auch recht schnell. Ja, wir müssen uns natürlich noch. Ja, wie soll ich sagen? Verbessern, trainieren. Ja, wie nennt man das? Warum mache ich Fahrzeugwarteschlange 2? Das war doch gar keiner vor mir. Fällt mir gerade auf, oben links steht das. Oder das ist noch von der Mosi. Ah, ne, kann ja eigentlich nicht sein, weil nochmal. Sichtkontakt zu feindlichem Flugzeug. Feindliches Flugzeug im Anflug. Volle Konzentration. Und daneben. Feindliches Flugzeug im Anflug. Ey. Der habe ich ja wohl getroffen. Also bitte. Wo habe ich Angst? Das sind böse Frackteile, also da kann ich euch einen Tipp geben. Lasst euch nie von Frackteilen rammen. Egal wie groß und klein. Es ist. Fuck. Lebensmüde. Genauso wie gegen einen Bengard anzutreten. Dem dann noch am besten den Rücken zu zeigen, so wie ich den Arsch. Das ist nämlich nicht so das Gelbe vom Ei. Und ganz besonders nicht, wenn da noch Flieger in der Luft sind. Och Gott, du Drecksau, ey. Wichser, ey. Der da. Disco-Stoff. Jeder, der auf dem Server Kobalt spielt und Warn oder Terraner ist. Das ist so ein Drecksau. Der macht den ganzen Tag nichts anderes außer Flugzeug fliegen. Ich habe den noch nie gesehen, wo er kein Flugzeug flogt. Vielleicht lockt er sich auch aus, wenn er kein Flugzeug fliegt, weil er einfach schlecht ist sonst. Aber die schwere Einheit kann ich schießen. Schießt eine leichte Einheit ab, die am Geländer hängt und nichts machen kann. Trifft nicht. Ich habe hier sowieso mit meinen FPS zu kämpfen. Der hat sowieso die Checkhammer, ey. Echt, scheiß Schrotflinte von dem. Scheiß Checkhammer. Ey, das ist jetzt echt scheiße, ey. Oh, Mr. Wagitaji. Die Surferpopulation ist so ausgeglichen. 32, 32, 35. Das sollte doch echt mal hier vielleicht der ein oder andere Terraner doch mal bitte verteidigen hier. Das ist ja schließlich ein Tower und er bringt Punkte, wenn man den verteidigt. Aber wenn man nichts macht, bringt er natürlich keine Punkte, das ist klar. Da lag eine Mine, gehe ich nicht hin. Da war jemand mit der NS-Waffe. Da war jemand. Das ist doch der. Nee. Ja doch. Sieht zumindest mal gleich aus, hat eine NS-Waffe. Da, Schrotflinte mache ich auch. Also genau, das kann ich noch sagen. Der LMG-Guide ist ja schon fertig. Den habe ich schon fertig, also habe ich schon aufgenommen. Muss ich noch rendern. Hochladen. Und als nächstes, denke ich, werde ich
die Schrotflinte.